Ich habe mal wieder gute Nachrichten. Alles ist da für eine gute Zukunft für alle, aber es gibt natürlich auch massenhaft Probleme. Zu diesen Problemen gehört halt diese wahnsinnige Flut an Akkumulatoren für E-Autos und viele andere Dinge. Und dabei sind halt die Lithium-Ionen-Akkus sehr, sehr zweifelhaft, ökologisch zweifelhaft, eine sehr, sehr schlechte Ökobilanz. Und viele davon werden unter Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit abgebaut. Und insofern habe ich bisher auch überhaupt nicht dran gedacht, für mein Haus ja, einfach die große Stromspeicher zu empfehlen. Und auch bei den Autos, Elektroleichtfahrzeuge prima, aber nicht diese Riesendinger mit gewaltigen Batteriepaketen. Ja, aber wie gesagt, gute Nachricht. Es geht jetzt auch anders. Ich habe zum Glück endlich das Plasmatec-Institut in Österreich kennengelernt. Und dort werden ja, Hausspeicher hergestellt, die eine hervorragende Ökobilanz haben, nämlich aus etwas, was Abfall ist, ein sehr, sehr langlebiges Produkt zu machen. Ja, und das baut darauf auf, dass viele der Lithium-Ionen-Akkus die sogenannten 18650er Zellen sind. Und das sind halt so Einzelzellen, wie man die so von den alten Einzelbatterien kennt, die aber halt in solche Pakete dann eingebaut werden. Und solche Zellen sind in vielen Geräten eingebaut, auch in E-Fahrrädern, E-Bikes. Und da fallen ganz, ganz viele an, die dann weggeworfen werden. Und jetzt sind aber in so einem Paket, wo vielleicht 40 Batterien drin sind, vielleicht nur zwei oder drei kaputt, die dann die ganze Leistung zerstören und oder dass die Leistung nicht mehr geliefert wird. Und die werden dann normalerweise weggeschmissen. Plasmatec bringt einem bei, wie man die halt nach Einsammeln aufbereiten kann. Die werden auseinandergenommen, geprüft und dann werden sie deutlich besser verarbeitet, als bei der industriellen Massenfertigung vorher es möglich war. Und damit entstehen dann sehr, sehr langlebige Produkte. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Also ich freue mich da sehr drüber, weil jetzt kann ich auch für mein Haus die Stromautarkie planen, ohne ein ja, schlechtes Gewissen wegen der Batterien zu haben. Und die Kombination Photovoltaik, auch Photovoltaik kann man halt die vielen, irrsinnig vielen, die jetzt abgebaut werden, eigentlich auch ein Abfallproblem generieren. Auch die kann man wieder aufbereiten. Das ist alles relativ viel Arbeit, aber dafür kann man lokal etwas produzieren, was dann sehr kosteneffizient ist und dort eine lokale Stromproduktion ermöglicht. Ja, da wollte ich jetzt einfach mal drauf hinweisen. Und hier Plasmatec, das ist halt hier die Internetseite. Und es gibt eine Menge Materialien auch in YouTube. Hier ist der YouTube-Kanal und hier unten drunter gibt es halt auch ein Video ganz aktuell, wo ja, eine Diskussion aufgezeichnet haben. Eine ganz gute Runde, wo halt die wesentlichen Punkte so zu sehen sind. Ja, danke fürs Mitmachen. Ja, man kann Workshops machen, selber lernen, wie man das macht, vernetzen und dann solche Speicher lokal herstellen. Das hoffe, wie versprochen, eine gute Nachricht. Nochmal, alles ist da für eine gute Zukunft für alle. Danke.